So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Gespräch. Und zwar ist heute ein ganz besonderer Gast da, nämlich Fabian Gastrischer. Und er ist einer der eher raren Personen. Er unterrichtet nämlich mit der Birkenbill-Methode auf der Sekundarschulstufe. Und natürlich noch rarer, weil du auch einer bist, der gerne auch mal darüber berichtet. Sag doch mal ganz kurz, was dich und mich verbindet, außer dass wir die Birkenbill-Methode beide eben anwenden. Du warst ja bei mir im Sprachenseminar. Stell dich doch einfach kurz vor. Gerne. Also, danke, dass ich hier sein darf. Ich berichte sehr gern darüber. Da es wirklich vieles Positives zu berichten gibt. Also nebst der Birkenbill-Methode sind wir beide Lehrpersonen. Ich auf der Sekundarstufe, ich unterrichte in der Sekundarschule Affoltrang im Kanton Thurgau. Als Klassenlehrer und zusätzlich als Fachlehrer im Bereich Französisch. Genau. Bin Gerade auch noch die Sprache, die bei den Schülern meistens ja nicht die beliebteste oder das beliebteste Fach ist. Und die kommen also nach 2 Primarschuljahren, also bei uns in der Schweiz startet, also bei uns in der Ostschweiz startet man in der 5. Klasse ja mit Französisch. Das ist dann meine Stufe, 5., 6. Und wenn wir jetzt im gleichen Ort unterrichten würden, dann würde ich quasi dir dann meine Schüler übergeben. Das wäre natürlich das Schönste, weil die wüssten dann schon, wie es läuft. Aber du bekommst ja wahrscheinlich die Schüler nicht von einer anderen Lehrperson, die nach Birkenbill unterrichtet. ja, bis jetzt nicht. Mal schauen, vielleicht ändert sich das in der nächsten Zeit. Hoffen wir. Also, wie ist dann so die Situation, wenn du startest mit denen? Also grundsätzlich ist es für die Schüler eine Erleichterung. Für die Schüler ist der Umstellung relativ, wie soll ich sagen, also angenehm und ja, und auch die haben nicht groß Verständnisprobleme. Gerade wenn ich sage, wir werden ab jetzt kein Vokabular mehr lernen, dann gehen die Augen auf und sie werden glänzend. Es ist für mich selber als Lehrperson war die Umstellung schon anders. Also in der Didaktik halt. Ich musste mir überlegen, wo platziere ich was im Unterricht, wie strukturiere ich das, wo baue ich dann die ABC-Listen ein und wie viel im Vorlauf komme ich mit dem neuen Text und so weiter. Das ist so etwas ein Reinkommen, aber wie auch, wenn man mit einem neuen Lehrmittel beginnt. Unterm Strich kann ich. Wie lange hast du denn vorher ohne die Birkenbill-Methode gearbeitet? Ja, ich bin noch Junglehrer. Ich habe 2 Jahre vorher also standardmäßig, herkömmlich, wie gesagt, gearbeitet. Was macht für dich der größte Unterschied jetzt aus, so im Rückblick auf das auch, wie du vorher gearbeitet hast? Also, ich unterrichte die G-Stufe. Im Kanton Thurgau ist das die Grundanforderung. Also als Fachlehrer kann das ändern, aber momentan unterrichte ich im Französisch das Niveau G. Und das ist ja in der Primarstufe ist noch nicht separiert. Da sind alle in einer Klasse und auf der Sekundarstufe werden sie dann separiert in die verschiedenen Niveaus. Und die Schülerinnen und Schüler, die in der G-Stufe sind, die sind, so wie ich es wahrnehme, halt vorher in der einen Klasse in der Primarschule schon die halt relativ am unteren Rand sind. Und gerade im Fach Französisch, was nicht von allen sehr geliebt ist, drückt das auf die Motivation. Und wenn wir dann hier mit der Birkenbill-Methode arbeiten können, dann merken sie schnell, dass das Sprachenlernen nicht anstrengend sein muss und nicht mit Rückschlägen und ja, wie soll ich sagen, auch einem Bloßstellen einhergehen muss. Und ja, und dann macht man super Fortschritte. Und dann habe ich nicht wenige, die ich aufstufen kann, die dann ins Niveau M kommen, in das mittlere Niveau. Und das ist dann auch bei dir oder ist dann bei jemand Nein, anderem? das ist dann bei einer anderen Klasse. Also bei Danach, einer ja, Klasse. wie ist denn das für, also hast du da Rückmeldungen? Ich stelle mir das noch relativ, ja, irgendwie blöd vor. Dann habe ich mich an die Birkenbill-Methode gewöhnt und jetzt gehe ich ja ein Niveau höher, eine Stufe höher und da ist dann aber wieder nicht mehr nach Birkenbill. Geht ihr damit um? Ja, also ich spreche natürlich mit der anderen Lehrperson, da haben wir einen guten Austausch und
Es klappt, auch wenn die anderen Lehrpersonen bis jetzt nicht mit der Birkenbiel-Methode arbeiten, Sind Sie weil massiv einfach angesteckt? das Setting des Schülers oder der Schülerin ist anders. Ja. Und man hat dann wie, ja, es ist schwergewichtig, was ich wahrnehme, die Motivation, der Punkt. Und wenn man dann die Motivation hat und entsprechend die kognitiven Ressourcen, dann schafft man das gut, auch im Niveau M, wenn man vorher bei mir war. Und wer weiß, was möglich wäre, wenn dort auch mit der Birkenbildmethode gearbeitet wird. Mal schauen, was in Zukunft kommt. Wenn du mit anderen Lehrpersonen aus deinem Schulhaus ins Gespräch kommst, wissen die, dass du anders arbeitest? Was fragen die so? Wie hast du dich da etabliert? Oder ist das eher so, ich mache das einfach so und niemand weiß davon? Also wir sind darüber im Gespräch und ich habe auch die Flyer von ProTalk für die Ausbildung habe ich aufgelegt im Lehrzimmer und mit den Sprachenlehrpersonen darüber gesprochen. Es wird unterschiedlich aufgenommen. Man muss sich vorstellen, wenn eine Lehrperson schon lange Zeit nach einer gewissen Methode, die sich für diese Lehrperson etabliert hat, arbeitet, dann, und dann kommt eine junge Lehrperson mit natürlich neuen Ideen und so, dann... Ja, dann darf man ja auch mal zuschauen und mal schauen, wie sich das entwickelt, so finde ich. Also da mache ich niemandem einen Vorwurf, wenn er dann nicht gerade sagt, ich muss das auch machen. Aber gerade in letzten Jahr, Ende letzten Jahres hatte ich, nein, stimmt nicht, anfangs, ja, Mitte, ist ja wurscht, im letzten Semester war ich mit einer anderen Klassenlehrperson nahe zusammen und sie war auch ab und zu bei mir im Schulzimmer und sah, wie ich gearbeitet hatte. Und nahm das sehr positiv und interessiert auf und interessierte sich dann auch für seinen Kurs. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob diese Kurse schon stattfanden, respektive ob Das dieser letzte Kollege sich dann angemeldet oder Sprachenseminar. angemeldet hat. Ja, Auf jeden ich weiß. Fall, ja, wenn man so etwas hinter die Kulissen schaut, dann wird man schon auch hellhörig. Gerade wenn Ja. man so live sieht, dann war bei mir schon auch immer so, oh, die Aussprache, die haben, das fällt ja meistens als erstes auf. Ich Ja, hatte absolut. gerade ein schönes Erlebnis. Ich hatte Besuch von zwei Jungs, das war etwa vor 2 Wochen, die ja jetzt eben auch in der Sekundarschule sind. Und dann hat einer freudestrahlend gesagt, ja, ich bin ein Niveau höher jetzt gekommen. Und ja, wir haben dann ein bisschen gesprochen und er hat ein bisschen erzählt, war sehr, sehr stolz natürlich. Und er hat dann gesagt, ja, also im untersten Niveau für ihn war es dann, es war viel, viel leichter, als es bei mir in der 5. Klasse gewesen wäre. Also diese, ja. Ich denke, viele Lehrer sind dann auch gezwungen fast dazu, das Niveau dann, wenn ich mir vorstelle, wenn jetzt alle aus den Klassen, die, ich sage jetzt halt die Schwächsten in dem System, dann halt die Schwächsten da dann wieder in einer Gruppe zusammengenommen werden, dann werden sie halt auch nicht mehr ja gestärkt von denen, die es ein bisschen besser vielleicht können. Und dann wird das Niveau so tief gehalten. Also er hat dann gefunden, ja, das ist ja für ihn jetzt easy. Und er hat dann doch profitiert von den 2 Jahren, wo wir natürlich jedes Wort durch die Wort-für-Wort-Übersetzung auseinandergedröselt haben. Und ja, der war sehr, sehr stolz. Also ich kann mir vorstellen, dass auch deine Schüler dann, ja, dass das ein Schritt ist, dass man wieder Freude bekommt, wie du sagst, motiviert wieder ist und halt merkt, ah, doch, Französisch Sprachen lernen kann doch auch leicht sein. Es muss nicht immer nur mühsam und schwierig sein. Das sind dann so die Erlebnisse, die mich auch wieder motivieren, da eben weiter dran zu bleiben. Jetzt für dich, was die ersten Schulwochen, wenn du jetzt das mit einer neuen Klasse einführst, wie lange hast du ungefähr, bis du dann mal so einfach drin bist, dass einfach alles mal so klar ist? Und wie reagieren die Schüler auf diese 4 Schritte? Also leuchtet ihnen das gerade sofort ein oder wie empfindest du das mit ihnen zusammen? Also wie lange es dauert, ist, bis man den ersten Text halt diese 4 Schritte durchgearbeitet hat, bis sie halt ja, das verstanden und auch einmal durchlebt haben. Also sprich, mit dem Passivhören, das ja dann auch noch eine gewisse Zeit braucht, sagen wir 3, 4 Wochen. Ja. Gerade am Anfang, wenn man sich die Methode nicht so gewöhnt ist, ist auch das aktive Hören geht viel länger. Am Anfang, weil man es Ja. eher einfach, weil das Setting halt anders ist, man ist sich das nicht gewöhnt. Und genau.
Da muss man mehr, man muss generell am Anfang mehr Zeit investieren mit der Methode, mit der Birkenbiel-Methode. Jedoch kann ich auch sagen, dass sich das Arbeiten mit dem Lehrmittel dadurch wirklich erleichtert, weil das die Inhalte der Unité, oder man hat bei unserem Lehrmittel auf der Oberstufe, das ja jetzt in der ganzen Deutschschweiz das Didonk ist, hat man immer zu Beginn ein Magazin. Dort hat es verschiedene Texte drin und die kann man nehmen, um damit zu arbeiten nach der Birkenbiel-Methode. Und danach ist die Unité aufgebaut und die beziehen sich grundsätzlich auf Themen, die in den Texten vorkommen. Und wenn der Text nachhaltig verstanden ist, dann kann man wie auch problemloser durch die ganzen Aufgaben durch und muss nicht immer wieder erzählen, worum es eigentlich geht und dass man das ja eigentlich schon mal hatte und ach, schau doch da mal im Text und genau, und das ist, ja, es ist viel angenehmer. Man kann, wenn man den Text nach diesen 4 Schritten durchgearbeitet hat oder nach den ersten 3, dann kann man mit dem 4. Schritt teils Dinge machen von der Birkenmehl-Methode, aber dann eben auch in der Unité arbeiten. Ja, Und weil ja die Sachen im Schulbuch auch in den vierten Schritt gehören. genau. Also bei mir ist es auch oft so, dass ich im Didonk mehrere Texte dann mal, die wir mal bearbeiten. Und dann kann man meistens fast in einem Rutsch wieder einen großen Teil aus einer Unité dann erledigen, weil dann eben die Wörter da sind, der Wortschatz da ist, die Übungen fallen ihnen viel leichter und das merkt man. Ja, ziemlich schnell, ja, oder? Genau. Ja, absolut. Und ja, und halt auch den Spaß, den die Schülerinnen und Schüler haben, macht zum einen den Unterricht generell spaßiger, will ich Ja. sagen. Ja. Und mit der Motivation wissen wir aus der Lernpsychologie, dass einfach auch das Lernen danach auch nachhaltiger ist, auch wenn das dann nicht speziell Übungen aus der Birkenbiel-Methode sind. Ja, es ist ja ein Mix, kann ja, darf es ja auch sein. Ich habe gerade einen kurzen Ausschnitt aus Veras Video, da sagt sie mal, also einem Seminar, da sagt sie mal, ja, wenn ihr es nicht für eure Schüler tun wollt, dann tut es doch für euch selbst, seid von mir aus egoistisch, weil, und das finde ich aber schon auch, es ist ja für einen selber auch viel angenehmer, wenn es läuft, wenn die Schüler verstehen, worum es geht. Und Ja, toll. meine Kollegin, die hat mir gerade letztens wieder berichtet, die hat immer mal wieder in anderen Klassen, war sie als Aushilfslehrerin unterwegs. Und ab und zu hatte sie halt dann auch wieder in eine Klasse verschlagen und sie musste einspringen für Französisch. Und sie hat immer wieder, kam sie völlig frustriert dann zurück zu uns, weil sie gesagt, die verstehen nichts. Das können vielleicht zwei, drei halten auf, aber auch da sei die Aussprache eine Katastrophe. Und die Unterschiede sind schon, denke ich, einfach riesig. Und ja, es darf ja auch für die Lehrperson angenehm werden. Und ich finde es auch, es macht wirklich dann Spaß, weil man so richtig aus dem Vollen schöpfen kann, eigene Ideen, die ganzen, gerade in den Aktivitäten, im Schritt 4. Was sind so deine Lieblingsaktivitäten? Was machst du, wenn die Schüler daneben mal aktiv und passiv gehört haben und jetzt. Hast du das Gefühl, doch, jetzt können wir das und das machen? Was sind so deine Lieblingsaktivitäten? Also, was ich sehr gerne mache, einfach weil es die Schüler auch sehr gerne machen, ist Quizlet spielen. Das verbindet so das, ja, das, was sie gelernt haben und was sie ja eben auch mit dem Passivhören dann wirklich mehr gefestigt haben, dem, was sie gerne haben, mit dem Challenge-Setting und so das in Gruppen gegen andere Gruppen antreten, das macht schon wirklich Spaß und das, ja, dann wird es. Da wird es auch wirklich lebendig im Schulzimmer. Und dann je nachdem, wenn man Gruppen bildet, also die Quizlet kennen, ja, wenn man Gruppen bildet und die dann zusammensitzen können, dann ist es etwas leiser. Und wenn sie aber einfach so sitzen müssen, wie sie schon vorher gesessen sind, dann rufen sie halt durchs Zimmer und ah, wer hat das? Das muss das sein und so. Ja, das ist schon witzig. Das Ja. entspricht ja wieder dem, was Vera gesagt hat. Vokabeln pauken ist verboten, aber wir machen es halt dann erst im vierten Schritt und das ist dann eben mit Vokabeln spielen. Aber die sind eigentlich schon über die Texte ja vorher schon drin. Es ist mehr noch ein Festigen, damit herumspielen und eben Spaß haben, dass man es kann. Ja, Ja, genau. so noch Ja, andere Aktivitäten. was ich auch mache, ist die ABC-Liste. Ja. Weil ich daran
den Erfolg, weil der Erfolg so sichtbar wird, weil in der Arbeitsliste wird ja nicht der passive, sondern der aktive Wortschatz geschult. Also welche Wörter bringe ich dann wirklich noch aus meinem Verstand hervor zu diesem Text? Ja, und das ist also ja, natürlich kein Vergleich, wenn man einen Text nur liest, einmal ohne eben die Birkenbildmethode und dann sagt, okay, und welche Wörter kamen vor? Oder wenn man das entsprechend mit diesem Investment von diesen ersten drei Schritten tut. Ich finde, die ABC-Liste ist auch immer cool, weil man da die Vokabeln geordnet ablegen kann. Also ich kann eine Liste zu Haushaltsgegenständen machen, ich kann eine zu Schulgegenständen, zu Tiere und so weiter und finde die Wörter halt dann auch wieder in den Woki-Listen, die ja immer noch trotzdem in den Lehrmitteln drin sind, da findet man ja eigentlich, außer sie sind auch noch alphabetisch vorhanden, aber oft sind dann da wieder nicht alle, also ich habe das ganz gerne auch so in ABC-Listen, ja, genau. Ja. Und eine Aktivität, die ich auch wirklich gerne mache, das ist nicht spezifisch jetzt für den vierten Schritt, aber das ist nach einer Weile wieder einen älteren Text hervornehmen. Auch Und sehr eindrücklich für die Schüler, oder? Ja, sehr, Ja. sehr. Und dann, wenn sie irgendwie, wenn wir den ersten Text nehmen und sie sagen, ja, den kann ich jetzt noch fast auswendig. Und Ja, dann merken Sie eben auch, hey, hallo, das ist tatsächlich auch sehr, sehr nachhaltig. Es ist eben nicht einfach alles wieder weg. Und das ist ja auch die Grundlage und immer mehr drauf. Und mit jedem neuen Text gibt es noch mehr Wortschatz und der bleibt dann eben auch und ist nicht gerade schon wieder weg. Ja. Ja, absolut. Oder dann, wenn ich irgendwie Dinge verbinden kann, also verschiedene Texte oder Inhalte aus verschiedenen Texten verbinden kann, wie Pantomime ist ein gern gesehenes Spiel, wenn sie dann, wenn ich eine Wörterliste habe, halt mit Wörtern aus verschiedenen Texten, Ja. die wir bearbeitet haben, und dann müssen sie jetzt so etwas vorstellen. Und, Und die ja, und anderen dann. raten dann das französische Wort, Genau. nehme ich an, ja. Ja. Genau. Ich habe gerade heute Morgen mit den Schülern wieder mal mit einer kleineren Gruppe das Fliegenklatschenspiel gespielt. Alle Woki von der Unité 4 waren ausgelegt und dann wäre es schneller da. Das ist immer auch sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich finde, das ist auch eines, was man schön steigern kann. Also wenn Sie das richtige Wort erwischen, wenn ich es in Deutsch sage, zum Beispiel das Wort Auto, und dann müssen Sie halt auf Voiture schlagen und der Erste bekommt dann die Karte. Aber nur, wenn er es auch richtig aussprechen kann. Und das ist natürlich auch, ich habe gerade ein Coaching gemacht letzte Woche mit einer Mutter und die hat gesagt, ja, die Lehrperson, die schaut sehr, sehr auf die Aussprache. Aber wie soll sich ein Schüler alle diese Aussprache merken, rein übers, ich höre es ein, zweimal in der Schule, ich kann es klar auf dieser Online-Plattform mal anklicken, aber das ist einfach zu viel und das kann man fast nicht erwarten. Und trotzdem, ich verstehe auch die Lehrerin, die will halt, dass die Schüler das ja richtig aussprechen, aber man findet dann nicht die richtige Methode, um das zu erreichen oder eine sehr umständliche in dem Sinn. Und ja, das ist also als quasi dann ein Teil der Prüfung. Ja, kannst du jetzt Auto, Voiture richtig aussprechen? Und das hat bei dem Mädchen so viel Stress und Frust ausgelöst, dass die dann eben auch ein Coaching haben wollten. Aber das klappt also sehr gut. Sie müssen dann das Wort richtig aussprechen. Und wenn es mal nicht klappt, also ich sage jetzt zu 95% können Sie das ja, weil es eben in den Hörtexten drin ist. Und wenn nicht, müssen Sie es liegen lassen. Man kann es ein bisschen steigern. Oder noch eine Steigerung dann, okay, ich muss aber auch noch einen Satz machen mit diesem Wort. Und das finde ich immer so ein schön. Ich habe sehr gerne diese Karten, weil die immer so der Trigger sind fürs Sprechen. Also Sie können dann halt einen Satz machen. Und ja, das sind auch Dinge, die Spaß machen. Genau. Ja, absolut. Und eben sie können es anfassen. Und es hat noch eben so einen Spieleffekt mit der Fliegenklatsche. Das ist jetzt so spaßig. Ja, Auf es jeden ist einfach lustig. Und Fall. Ja. Und zum anderen, da sprichst du mir aus dem Herzen, das waren ja dieselben Themen, die ich auch mit mir mittrug. Wie schaffe ich es, dass die Schülerinnen und Schüler diese Aussprache hinbekommen? Und das Lehrmittel gab ja auch oder gibt auch das, was es kann, indem dass es ja noch diese Laut. Blätter zeichnen, kreiert und mit dem OI gleich WA und diese, ja, ja. und so weiter. Und ja,
Aber es ist halt wie ermangels des Wissens nach einer effektiveren Möglichkeit, ja. Genau, ja. Also ich Da. habe, die Seiten sind ja schon im 5-6-Klass-Lehrmittel immer mal wieder drin, die lasse ich einfach weg. Da machen wir dann was anderes. Genau, ja. Fallen dir irgendwelche kleinen Episoden jetzt mit deinen Schülerinnen und Schülern ein, so irgendwelche Highlights? Ja, also generell sind natürlich die Highlights gegen Ende Semester, wenn die Noten kommen. Also klar, sie kommen ja auch durchs Semester, aber wenn es dann darum geht, das Zeugnis zu besprechen, und dann ist schon, dann haben sie wirklich Freude. Und wenn es dann auch ums Aufstufen geht, und dann vielleicht, das kann ich noch anhängen zur Thematik von vorhin wegen dem Aufstufen. Es gibt dann schon auch Kids, die sagen, ja, nein, auch wenn ich aufstufen könnte, ich bleibe gerne hier, weil hier passt mir die Methode. Ja, natürlich mit dem Wermutstropfen, dass dann im Zeugnis halt Niveau G steht. Ja, aber das ist ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja dann sehr gut sein, dass jemand, der dann bei dir bleibt, schlussendlich besser Französisch kann, nachhaltiger das kann, die Kompetenz wirklich ausgebildet hat, wie jemand, der vielleicht eine Stufe, ein Niveau höher ist und ja, dort halt nicht nach Birkenbiel lernt. Und dass vieles dann eben wieder die Vergessenskurve ist. Oder immer noch die, viele haben ja auch einfach die Hemmungen dann zu sprechen, weil ja, wenn ich keine Autobahn im Kopf gebildet habe, wie soll ich dann sprechen können? Also ich hatte auch schon ganz gute Schülerinnen. Mit der letzten Klasse war ich ja im Jura, im Kanton Jura. Wir haben einen Austausch gemacht. Und weil wir dann noch Plätze frei hatten, kamen zwei aus einer anderen Klasse zu uns. Und es waren die besten Französisch quasi Schüler aus dieser Klasse. Und die konnten aber keinen Text wirklich lesen, weil die wussten jetzt das zweite Wort nicht, wie man es ausspricht. Die wussten bei ganz vielen Dingen, wo wir das, du kennst es sicher aus, wo man alles auseinanderdröselt. Was heißt Esquilia und so weiter. Das wussten die natürlich alles nicht. Die haben das einfach auswendig lesen gelernt, haben super Noten geschrieben, aber wenn man, ja, die eigentliche Kompetenz, die haben dann sehr schnell gelernt nachher. Also ich habe ihnen dann auch die Methode gezeigt und die haben dann auch noch unsere Texte dann aktiv und passiv gehört. Aber nur mit den Niveau-Einteilungen oder Noten kann man ja sowieso nicht ganz genau wissen, wo jemand steht. Also ich hätte, glaube ich, als Mutter auch lieber, wenn mein Kind bei dir bleiben kann und diese Freude an der französischen Sprache behalten kann, als wenn es sich danach abplagt. Ja, aber schön wäre es natürlich, wenn es durchgängig einfach so gehandhabt werden würde. Das wäre dann, ja, dann könnten alle einfach das Beste rausholen, auch aus das Beste aus dem Lehrmittel. Ich kenne IDOC für die Oberstufe nicht. Findest du es top geeignet, mittelmäßig? Ich kenne es nur von der Primarschule her. Es kommt etwas aufs Niveau an. Oder? Und das ist wieder, wenn ich sage, ich unterrichte jetzt das Niveau G, dann ja, es ist ja schon differenziert. Es gibt ein Niveau E-Lehrmittel und ein Niveau G-Lehrmittel. Und es findet tatsächlich eine Differenzierung statt. Wenn ich das anschaue ohne die Birkenbiel-Methode, dann finde ich das Lehrmittel sehr fordernd für das Niveau G. Ja. Wirklich sehr fordernd. Obwohl man extra eigentlich da sich zurückgenommen hat, nehme ich an. Ja. Ja, genau. Ja. Aber das Genau. ist ja eigentlich auch bei 5-6-Klass-Lehrmittel. Also da denke ich, was wollt ihr da? Oh, und das ohne Birken, ich wüsste nicht, wie ich das. Es bleibt eigentlich dann vielen nichts anderes übrig, wie zu sagen, schau, Wookie, seid ihr sowieso das und das müsst ihr jetzt auswendig lernen, damit ich nachher mit dem Lehrmittel überhaupt arbeiten kann. Wie soll ich damit arbeiten, wenn die nur Bahnhof verstehen? Dann erreicht man natürlich nur die, die eben brav Wookie lernen, die fleißig sind, die angepasst sind und die sich das irgendwie abspeichern. Ja. Ja, das stimmt soweit. Schon Und verrückt. wie soll ich sagen, ich will jetzt dem, der das Lehrmittel schreibt, auch nicht einen Strick binden. Es verlangt ja nach Durchlässigkeit, auch bis zur dritten Sekundarstufe. Also Ja. muss man irgendwie wie mit dem Stoff mithalten. Und ja, dann ist man wie irgendwo dann auch begrenzt im Bereich der Differenzierung. Ja, aber
es schlägt keine Geiss weg auf Schweizerdeutsch. Es bleibt effektiv sehr fordernd. Aber mit der Birkenmeier-Methode finde ich es wirklich gut und ich habe auch Schülerinnen und Schüler, die abgestuft werden im Verlauf der Zeit, also oder ins Niveau G umgestuft werden und dann entsprechend das Heft des höheren Niveaus mitbringen. Und wenn wir mit der Birkenmeier-Methode arbeiten, dann ist auch mit diesem Heft. Dann geht es auch damit. Was wollte ich jetzt gerade fragen? Beim 5-6-Klass-Lehrmittel gibt es nur einen einzigen Dialog. Das fehlt mir immens. Ist das in der Oberstufenversion, ist da das dort besser? Gibt es da Gibt Dialog? auch wenige, gibt Wenige. wenig Dialoge. Ja, ich weiche halt so aus, also ich weiche aus. Was gut ist am Lehrmittel ist, dass alle diese Texte im Magazin, die sind auch auditiv vorhanden und von einem Muttersprachler oder Muttersprachlerin aufgenommen. Und ja, dann sind es halt mehr Monologe. Ja, wie beim. Bezüglich der Alltagsanwendung wäre es natürlich schön mit mehr Monolog, mit mehr Dialogen. Mehr Dialog, genau. Darum habe ich damals bevor wir in den Jura gereist sind, haben wir noch Dialoge, Kurzdialoge selber dann geschrieben, Okay. Aufnahmen gemacht. Also nicht wir, sondern unsere Partnerin im Jura hat uns netterweise dann die Audios erstellt, ja. Das ist jeweils ein bisschen schade. Aber man muss einfach das Beste draus machen. Was mich noch sehr interessieren würde, wie handhabst du das? Weil das ist immer so eine Frage auch bei mir an den Seminaren. Passives Hören in der Oberstufe. Hast du denen die Texte, haben die auf ihrem Handy oder wie handhabst du das dort? Ich stelle die Audio bereit, also ich bereite das vor mit dem Programm GarageBand. Mache da eine Endlosschleife draus für 1 Stunde plus minus und das stelle ich dann auf Teams, sodass Aha, es du hast es auch so wirklich dort gelöst. abrufen kann, weil es hat jeder ein Device Ja. und kann man das zu Hause dann einfach auf Play stellen und nach 1 Stunde muss man halt wieder auf Play stellen. Okay, aber du hast quasi auch hintereinander, ja, das habe ich für gewisse Sachen, für NMG auch so gelöst. Gerade schon x-mal hintereinander, damit sie eben, falls man kein Gerät hat mit Repeat, dann das so abspielen kann. Ja. Ja, das war für mich das erste Mal, bis ich es dann sauber hinbekommen habe, war es etwas, ja, etwas Arbeit. Aber jetzt mittlerweile ist es, Da geht dann, ja, mache ich das probier es einfach. jeweils 3, 4, 5 Mal und dann das Ganze wieder und dann Ja. hast du ja gerade schnell eins, weil ich glaube, ich mache jeweils sogar 2 Stunden, aber spielt ja nicht so eine Rolle. Man weiß einfach, sind 1 oder 2 Stunden, wo das läuft. Ja. Genau. So schnell vergeht die Zeit. Wir haben vereinbart etwa eine halbe Stunde, aber ich möchte dich doch noch fragen, gibt es irgendwas, was du noch berichten möchtest oder vielleicht Lehrpersonen, die jetzt zuhören und sich noch nicht trauen, was du denen sagen würdest, gibt es da noch was? Also ich glaube, das Wichtigste ist, also eben wie gesagt, ich unterrichte auf Niveau G. Es würde mich sehr interessieren, wie es ist, wenn ich auf Niveau E unterrichte. Also weil es hat nicht jeder Schüler und jede Schülerin dieselben kognitiven Voraussetzungen. Und wenn ich jetzt die Birkenbiel-Methode anwenden könnte mit Schülerinnen und Schülern, die noch dazu leicht lernen, da wäre ich sehr gespannt, was man da für Schritte machen kann. Nichtsdestotrotz, ich finde es toll, dass ich das jetzt mit diesen Schülern machen kann. Es ist etwas Neues als Lehrperson und man soll sich aber ja, vor der anfänglichen Umstellung nicht scheuen, denn alles das, was hinten rausschaut und die Motivation in der Klasse und der Lernerfolg, das zahlt sich alleweil aus. Und also, ich meine, warum sind wir Lehrpersonen? Wohl nicht oder hoffentlich nicht nur wegen dem 25. des Monats, sondern um den Kindern etwas mitgeben zu können. Und das lohnt sich wirklich. Du hast ja gesagt, dass du am Anfang mehr Zeit brauchst. Holst du das jeweils so übers Jahr gesehen dann nachher wieder auf mit den Schülern? Das ist auch immer so eine Angst. Ah, ich komme dann Ja. nicht mehr quasi hinten nach. Also das ist wie, ich kann die Frage wie zweideutig beantworten. Ich habe Anfang dieses Schuljahres eine dritte SEC G übernommen.
Die hat dann jetzt 4 Jahre Französischunterricht ohne Birkenbiel-Methode. Und wahrscheinlich ist beim Großteil dieser Schülerinnen und Schüler ein Teil, die sind jetzt wirklich, da merkt man, die haben jetzt die Lehrstelle und die sind einfach noch da, weil sie noch da sein müssen, aber die schaffen es irgendwie nicht mehr so richtig, die Motivation hochzubringen. Das ist ganz anders als in der zweiten, respektive ersten Sek, wo das noch frischer ist. Aber abgesehen von denen behaupte ich, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt in dieser Zeit, in der wir zusammenarbeiten mit der Birkenbiel-Methode, wahrscheinlich nachhaltiger gelernt haben. Eine kleine Anekdote dazu. Ich übernahm die Klasse und dachte, okay, zum Anfang eine leichte Aufgabe, damit sie sich etwas ins Klassengefüge einfinden und mal schon mal eine gute Note machen können, habe ich ihnen den Auftrag gegeben, sich in 1 Minute vorzustellen. Habe ein paar Satzanfänge noch gegeben, ein paar Themen gegeben. Da kam eine gähnende Leere. Also das ist so schwierig dann, irgendwie das abzurufen, was ja alles schon mal gelernt wurde und auch schon verschiedenfach repetiert und so. Aber es ist nicht vernetzt, es ist nicht vorhanden unter dem Strich aktiv. Und wenn das die Voraussetzung ist, dann spielt es doch keine Rolle, wie lange das ich am Anfang brauche, um die Birkenbiel-Methode einzuführen. Und wie viel länger das es am Anfang braucht, wenn es dann dafür sitzt. Und ja, dann finde ich es wie das die falsche Einstellung, wenn man sagt, ja, ich muss einfach pro Jahr 6 Unités oder was auch immer, was man sich dann als Vorgabe Durcharbeiten. durchbringen. Im Sinne von Unité abgehakt, gut. Die einen waren gut, die anderen waren schlecht, nächste Unité und egal, was vorher war, das war halt vorher, das wird nicht mehr abgefragt. Das finde ich wie die falsche Herangehensweise oder falsche Einstellung. Und ja, es wird schneller. Oder am Anfang gebe ich die Texte ab, die übersetzt sind bereits, damit sie sich etwas reinfinden und dann mit der Zeit übersetzen sie die oder dekodieren sie die Texte selbst. Und das braucht dann auch wieder nochmals etwas länger am Anfang, bis sie das wirklich auch etwas intus haben. Aber eben, wie gesagt, dafür ist es nachhaltiger drin. Und man Und kann auch. ja auch, also ich lasse auch einiges mal einfach weg aus dem Lehrmittel. Also das meistens einzelne Seiten, wo ich einfach finde, ja, das macht irgendwie, wenn ich das nach gehirngerecht abchecke, keinen Sinn. Dann hat man vielleicht mal mehr Zeit und kann eben einen Text mal selber dekodieren, was ich ja nicht mit jedem Text mache, aber ab und zu eben auch. Und ich merke, dass es ganz, ganz wichtig auch ist, eben loszulassen vom Lehrmittel. Von der Reihenfolge her. Also ich hüpfe oft in diesen Unités von vorne nach hinten und ich mache einen Text und schaue mir, was passt zu diesem Text. Ah, jetzt gehört die Übung da und da. Das kann dann auf einer hinteren Seite einfach loszulassen. Und auch den Leitfaden für Lehrer, den nehme ich da eigentlich nicht groß davor, sondern ich bestimme, was macht vom Gehirngerechten her Sinn und dann. Ja, läuft das ganz gut. Aber da muss man eben das loslassen können, genau. Ja, und ich will sagen, das ist ja grundsätzlich auch im Sinne des Lehrmittelproduzenten. Er sagt nicht, das ist das Allheilmittel, um Französisch zu lernen, jetzt in diesem Fall Französisch, aber du musst es von vorne bis hinten Seite für Seite durcharbeiten. Der Lehrmittelhersteller sagt auch, das ist ein Angebot und du als Lehrperson, du kennst die Klasse, du kennst das Gefüge und du, den Lernstand etc. und du musst selbst entscheiden, welche Übung, dass du wie verwendest oder noch anpasst oder weglässt etc. Genau, und Genau. doch ist es in vielen Köpfen drin, schön von vorne nach hinten. So sind wir Ja. irgendwie gepolt. Genau. Gut, ich denke, hören wir doch mit diesem Statement auf die eine Seite loslassen, es selber in die Hand nehmen. Du hast es selbst in die Hand genommen und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielleicht höre ich dann in ein paar Jahren noch, dass du auch die zweite und dritte Level noch bei dir hattest und dann vielleicht noch andere Erfahrungen gemacht hast. Aber ich finde es ganz toll, dass du jetzt genau diese Gruppe hast und denen die Freude am Französisch lernen doch wieder ein Stück weit ganz sicher zurückbringen kannst. Und danke auch dir fürs Gespräch und dass du von deinen Erfahrungen berichtet hast. Herzlichen Dank. Danke dir, Karin. Merci.